Es ist wieder Eishockeyzeit bei uns, liebe Zuschauer. Ein herzlich willkommen hier aus dem Eisstadion in Dortmund an den Westfalenhallen. Wir sind zu Gast wieder bei den Eisadlern und heute geht es gegen die Kölner Haie. Klaus Bicker, der Pressechef, wie immer natürlich bei uns hier am Mikrofon. Lieber Klaus, man kann nur Positives melden hier von den Eisadlern aus Dortmund. Diese Mannschaft ist ja gar nicht zu besiegen. Naja, ob sie gar nicht zu besiegen ist, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster legen. Aber bisher läuft es hervorragend. Wir hatten ein tolles Wochenende jetzt vor einer Woche. Und wenn man innerhalb von 24 Stunden zweimal beim Mitkonkurrenten um die ersten vier Plätze gewinnt, dann kann man sicherlich sehr stolz drauf sein. Und natürlich wollen wir so lange wie möglich diese Erfolgsserie fortsetzen. Wie lange das dauert, das werden wir auf dem Eis sehen. Heute geht es gegen die Kölner. Es ist natürlich nicht die Mannschaft, die jeder kennt, sondern es ist die zweite. Es ist die Amateurmannschaft des Kölner EC, eine Mannschaft, die seit 3-4 Jahren wieder mit dabei ist. Ich erinnere mich an frühere Zeiten mit dem Vorgängerverein, wo die Amateure der Kölner den Dortmundern immer sehr viel Probleme bereitet haben. Es ist eine junge Mannschaft, allerdings auch gemischt mit einigen routinierten Spielern. Und wir merken mittlerweile in jedem Spiel, dass jeder Gegner natürlich kommt, um uns ein Bein zu stellen. Sie werden uns die Punkte und die Tore nicht auf dem Tablett servieren. Von daher möchte ich jetzt die gleiche Konzentration erwarten, die jetzt am letzten Wochenende zum Beispiel in Bad Nauheim, wo wir sofort hellwach waren, auch heute zeigen. Wie fit sind die Spieler der Eisadler hier in Dortmund? Kann man davon ausgehen, dass alle an Bord sind oder gibt es Ausfälle? Es sind so ziemlich alle an Bord. Thomas Brandt hat sich am letzten Sonntag in Dienstlaken eine erneute Knieverletzung zugezogen. Das hatte er schon in der Vorbereitungszeit. Dieses Mal ist es das andere Knie, sodass er auch wieder ausfallen wird. Eine genaue Diagnose, was mit seinen Bändern ist, weiß ich noch nicht. Dafür ist Nils Sondermann wieder mit dabei. Der hatte ja zuletzt wegen einer Grippe gefehlt und wir müssen auf Michael Aller verzichten, der zu einem Polizeieinsatz musste, also berufliche Verpflichtungen hat. Aber wir werden wieder eine gute Mannschaft ins Rennen schicken und von daher sind die Voraussetzungen sicherlich gut, dass wir auf dem Eis hoffentlich ein spannendes, ein gutes Spiel sehen und natürlich hoffentlich mit einem Dortmunder Erfolg. Wir blicken mal ganz kurz zurück. Vor einigen Minuten wurde hier auf dem Eis ein Spieler geehrt. Es gibt ja eine Aktion von den Eisadlern und unserem Partner Ruhrnachrichten. Und da wurde der Spieler des Monats gekürt. Die Ruhrnachrichten haben das wieder aufgenommen, was früher auch schon mal da war, dass immer drei Kandidaten zur Abstimmung gestellt werden und online gewotet werden kann. Es waren weit über 4000 Stimmen, also ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Und Christian Gose, der heute auch nicht spielt, weil er in Dienstlaken eine etwas seltsame Spieldauerdisziplinarstrafe bekam und ein Spiel aussetzen muss, hat diesen Preis gewonnen. Er ist mit über 52% zum Spieler des Monats gewählt worden. Er ist derjenige, der die meisten Tore bisher geschossen hat, der die meisten Scorerpunkte gemacht hat und von daher hat er sicherlich diese Aufmerksamkeit verdient. Wird es auch im Dezember einen Spieler des Monats geben? Wird diese Aktion ebenfalls von unserem Partner Ruhrnachrichten wieder gemacht? Es wird auch im Dezember eine Aktion geben. Dann wird ja der Spieler des Monats November gekürt. Wir werden also den November wieder abwarten. Dann werde ich zusammen mit Gabi Ditko drei Kandidaten aufstellen, die sich in dem Monat November besonders hervorgetan haben. Und dann wird es wieder die Abstimmung geben. Und das wollen wir auch in der Saison beibehalten. Das gibt es also dann auf den Seiten der Ruhrnachrichten natürlich und wir werden auch noch mal einen Link setzen von sportlive-tv.de. Da können Sie dann Ihre Stimme abgeben. Aber jetzt, lieber Klaus, konzentrieren wir uns auf die Begegnung und ich hoffe natürlich, dass wir viele Tore Ihnen hier zeigen können im Eisstadion, an den Westfalenhallen, an der Bande natürlich unser Kollege Klaus Siebel. Und Klaus, du hast das Wort. Vielen Dank, lieber Uwe, für die Überleitung und hier von der Bande einen schönen guten Abend hier aus dem Eisstadion. An der Strobelallee. Wir werden gleich zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die momentan einen sehr guten Lauf haben. Die Eisadler mit einem fehlerfreien Auswärtswochenende zurück mit vollen 4 Punkten. Heute Abend gegen den Kölner EC die Haie.
Wir lassen uns überraschen, ob dieses Spiel genauso spannend wird wie die letzten beiden Spiele, die wir hier sehen konnten. Ja, und los geht's, liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen. Zwischen dem Eisadler Dortmund und dem KEC die Haie. Der Rhein gegen den Dortmund-Ems-Kanal. Heute Abend wird das Spiel geleitet vom Hauptschiedsrichter Carsten Solbach und den beiden Linesmen Florian Greitemeier und den Herrn Schelewski. Die Dortmunder haben sofort das Heft übernommen, gehen sofort nach vorne. Christian Sikorski, der Dortmunder Trainer, muss heute Abend auf einige Spieler verzichten. Der geehrte Spieler von gerade hatte im letzten Spiel eine Spieldauer-Disziplinarstrafe bekommen, darf heute Abend nicht mitspielen. Und Michael Alder muss in einen behördlichen Einsatz. Er fehlt heute Abend für Christian Sikorski hier im Sturm. Jetzt aber erstmal die Dortmunder mit dem Aufbau über Kevin Tau. Wird aber abgeblockt und die Kölner holen sich die Scheibe. Vier Minuten und 40 Sekunden sind im ersten Drittel gespielt. Es steht immer noch 0:0 zwischen den Eisadler Dortmund und dem Kölner EC die Haie. Jetzt die Dortmunder erstmal mit Tau. Bitter bietet sich deine Mitte an. Kohlberg wartet an der blauen Linie, aber immer noch Tau behauptet er die Scheibe. Immer noch Kevin Tau. Schießt dann noch direkt aufs Tor, aber abgewehrt von Leibfried. Holt sich sofort die Scheibe wieder. Bitter in der Mitte, bietet sich schön an. Aber schön gehandelt von Leibfried, aber dann ist er drin. Tommy Kuntop-Langson, meine liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit der Nummer 71. Nutzt den Rebound. Leibfried lässt abprallen. Kuntop-Langson nutzt den Rebound zum 1:0. Ja, 14 Minuten und 55 Sekunden sind noch zu spielen. Das 1:0 für die Eisadler Dortmund durch den Spieler mit der Nummer 71, Tommy Kuntop-Langson. Der Schuss aufs Tor wurde abgewehrt von Raphael Leipzig. Er ließ die Scheibe aber abtropfen. Kuntop-Langson stand goldrichtig vor dem Tor, nutzte den Rebound und netzte ein zum 1:0. Jetzt aber erstmal die Haie. Schuss aufs Tor, aber abgeblockt. Noch 10 Minuten und 30 Sekunden sind im ersten Drittel zu spielen. Die Dortmunder das erste Mal in Überzahl. Die Nummer 7, Henry Hoffmann, bekommt 2 Strafminuten wegen hohen Stocks. Zweikampf an der Bande, Potthoff gewinnt. Nummer 18 spielt da ohne Schläger, der liegt noch auf dem Eis. Jetzt aber erstmal die Kölner. Philipp Stesinski schön quer gespielt und Ausgleich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so kann es gehen. Dortmund in Überzahl, Köln in Unterzahl. 9 Minuten, 40 Sekunden sind noch zu spielen. Und der Ausgleichstreffer in Unterzahl durch den Kölner EC. Die Haie auf Zuspieler Nummer 93, Philipp Stesinski. Setzte der Spieler mit der Nummer 83, Manuel Wader, die Scheibe ins Netz bei Marius Dreger zum 1:1 Ausgleich in Unterzahl. Jetzt aber erstmal die Dortmunder wieder in Überzahl im Drittel, versuchen da ihr Powerplay aufzubauen. Wir haben noch gut 35 Sekunden Überzahl an die blaue Linie. Schuss von Kuntop-Langson. Leibfried lässt abprallen, aber kein Dortmunder Spieler zugegen. Jetzt wieder der Arm des Schiedsrichters oben. Diesmal eine Strafe für die Eisadler angezeigt. Der Kölner Torwart verliert sein Tor, aber zu spät. Die Dortmunder haben die Scheibe und somit muss abgepfiffen werden, weil die Strafe gegen Dortmund ist. Und es gibt eine Strafe wegen Stockschlags für die Nummer 77, Malte Bergsamann. Jetzt die Nummer 16, Kevin Tau. Immer noch Kevin Tau aus der Drehung, aber schön abgeblockt von Leibfried. Wird da angegangen, aber das Spiel läuft weiter. Witter spielt die Scheibe wieder tief in die Ecke. Tau kommt da nicht heran, die Kölner holen sich den Puck. Oh, schön gespielt, schade, leider zu lang. Doch der Schiedsrichter gibt die Scheibe frei. Kein Icing. Kuntop-Langson mit der Nummer 71 schießt aufs Tor, aber über das Gehäuse von Raphael Leipzig. Puck bleibt immer noch im Drittel, aber Fehlpass von Konstantin Wiechern. Wieder die Kölner. Schuss auf das Tor von Dreger. Und da ist die Scheibe drin. Wieder war es die Nummer 83, Manuel Wader, meine Damen und Herren. 15 Minuten, 20 Sekunden sind gespielt im ersten Spielabschnitt.
Da steht es plötzlich 2:1 für den KIC. Die Nummer 83 war es. Manuel Wada, er netzte ein bei Dreger zum 1:2. Die Kölner lassen sich hier nicht davon irritieren, dass sie gegen den Tabellenführer spielen. Die spielen frech auf, attackieren aggressiv, gehen in jeden Zweikampf erbittert rein. Jetzt aber erstmal die Dortmunder wieder die Scheibe abgeblockt von der Nummer 93 von Philipp Slesinski. Jetzt erstmal wieder die Kölner im Vorwärtsgang. Aber da bleibt die Scheibe hängen bei Dominik Oster. Jetzt Konstantin Wiechern. Dreht er ab. Spielt wieder auf Oster. Der spielt rüber auf Sondermann. Der sieht in der Mitte Kamanchikov, aber der kommt nicht richtig an die Scheibe. Dortmund bringt die Scheibe hinterm Tor weg. Wiechern, gefährliche Sache da, aber Wiechern kann sich durchsetzen. Jetzt wieder umdrehen, spielt zurück. Auf Kevin Tau. Ein bisschen fehlt mir heute der Spielfluss im Dortmund. Das Spiel, es wirkt ein bisschen hölzern. Jetzt wieder langatmiges hinterm Tor stehen. Es laufen die letzten Sekunden hier im ersten Drittel. Ein bisschen den Schwung rausgenommen, ein bisschen atmen. Da ist die Schlusssirene des ersten Drittels. Es steht 2:1 für den KEC. Ja, zurück, frisch gestärkt aus der Pause geht es hier ins zweite Drittel zwischen den Eisadlern Dortmund und dem KEC die Haie. Es steht 1:2, Dortmund 1, Köln 2. Und jetzt Riesenfehler von Sondermann und Riesenglück für die Eisadler. Die Nummer 24 der Haie, Lars Mölken, verfehlte das Tor von Dreger. Nur knapp nach diesem Patzer von Nils Sondermann. Und wieder Mölken, wieder Schuss aufs Tor von Dreger, aber am Tor vorbei. Preuer auf Domula, der wieder zurück zu Preuer. Dortmunder ziehen jetzt ein schönes Powerplay auf, aber fast schlechter Versuch von Kai Domula da. Dortmunder müssen wieder neu aufbauen, müssen zurück. Fehlpass da, kurz vor dem eigenen Drittel. Scheibe bei den Kölnern. Irgendwie wirkt das Spiel der Dortmunder heute ein bisschen zerfahren. Die Kölner jetzt wieder komplett. Immer noch die Scheibe bei den Haien. Immer noch Schuss und Tor! Zwei Dortmunder sind dabei, der Nummer 44 war Yannick Moser, frisch von der Strafbank gekommen, kann sich da durchsetzen und netzt noch ein zum 1:3. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so kann es gehen. Die Nummer 44, Yannick Moser war es, der sich da durchsetzen konnte gegen die Dortmunder Abwehrrecken und einnetzte zum 1:3. Bulli ausgeführt. Kölner holen sich sofort wieder den Puck. Schön abgelegt, die Scheibe. Kai Domula ist da im Zweikampf. Aber der Kölner quirlig, der kleine Mann. Setzt sich da massiv durch gegen Kai Domula. Jetzt aber erstmal die Dortmunder. Felix Berger. Immer noch Felix Berger. Wird da attackiert. Verliert die Scheibe. Aber von der blauen Linie. Schön geschossen aufs Tor, aber kommt nicht an von Nils Sondermann. Jetzt die Kölner wieder. Schön abtropfen lassen. Kein Icing. Sondermann im Zweikampf. Bringt die Scheibe auf Felix Berger. Felix Berger auf Potthoff. Potthoff schießt. Schön pariert von Leibfried. Kann die Scheibe zwar nicht beim ersten Mal festhalten, kann sie aber sofort sichern. Es bleibt beim 1:3. Potthoff geht ins Drittel rein, bekommt die Scheibe. Spielt zurück an die blaue Linie. Sondermann wieder auf Potthoff. Sondermann von der blauen Linie abgeprallt. Und da ist er drin! Minuten 43 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels können die Dortmunder verkürzen mit der Nummer 19, Benjamin Preuer netzt da ein zum 2:3. Noch 3 Minuten und 4 Sekunden sind im zweiten Drittel zu spielen. Dortmund rangekommen
auf 2:3. Jetzt wieder in Unterzahl, die Nummer 19, Überzahl, Entschuldigung. Die Nummer 19 der Kölner, Torben Beek, muss auf die Strafbank wegen Stockcheck. Dortmund jetzt 5-4 Möglichkeit. Schuss von Nils Sondermann. Dortmund ja immer noch an der Scheibe. Felix Berger hat die Scheibe. Wird aber attackiert, kann sich durchsetzen. Jetzt Kai Domula. Nimmt, schießt und Tor! Noch 2 Minuten und 36 Sekunden sind im zweiten Drittel zu spielen. Und die Nummer 7, Kai Domula. Leicht aus zum 3:3 zwischen den Eisenhower Dortmund und dem Kölner EC. Die Haie, diesmal das Überzahlspiel ausgenutzt und zum Ausgleich getroffen. Köln durch dieses Tor natürlich wieder komplett. Jetzt aber im Vorwärtsgang, die Kölner aber schön aufgepasst. Von Nicolas Bitter kriegt die Scheibe aber nicht hinaus. Kölner können die Scheibe im Drittel der Dortmund erhalten, aber Fehlpass. Nicolas Bitter übernimmt die Scheibe auf Malte Bergsamann. Der wird sofort attackiert. Kohlberg bietet sich an. Mark Kohlberg spielt die Scheibe über die Bande, über Bergsamann. Jetzt die Scheibe tief im Drittel. Kohlberg setzt nach. Immer noch Mark Kohlberg. Holt sich da die Scheibe zurück. Kevin Tau greift mit ein. Wird da attackiert, zu Fall gebracht. Aber Spiel läuft weiter. Jetzt erstmal wieder die Kölner. Können sich da befreien. Nicolas Bitter ausgespielt. Möglichkeit. Jetzt wieder für die Kölner. Kuntur Blankson da in der Verteidigung mit dabei. Kuntur Blankson holt sich da die Scheibe. Immer noch die Nummer 71, jetzt die Nummer 77, Malte Bergsamann. Immer noch Malte Bergsamann. Geht ins Dritten hinein, Tau lauert, Bergsamann versucht es alleine. Tau versucht den Rebound zu nutzen, kommt aber nicht an die Scheibe heran, wird direkt geblockt. Kuntur Blankson holt sich die Scheibe zurück, jetzt aber wieder Tor. Kevin Tau, die Nummer 16, schlitzohrig wie er ist, netzt er ein. Kurz vor Ende des zweiten Drittels zum 4:3. Minuten 51 Sekunden im zweiten Drittel gespielt. Und aber der Ausgleichstreffer durch die Nummer 16. Nein, Entschuldigung, der Führungstreffer durch Kevin Tau zum 4:3. Er nutzte die Möglichkeit, netzte ein und konnte die Dortmunder kurz vor der Pause, vor der zweiten Drittelpause, wieder in Führung bringen. Daim ist eingeworfen, Dortmunder holen sich den Puck. Sondermann von der blauen Linie versucht da das Ergebnis noch ein wenig zu verbessern. 4:3, noch 50 Sekunden im zweiten Drittel zu spielen. Die Dortmunder sind mit 2 schnellen Toren in Führung gegangen. Jetzt aber erstmal Dortmunder mit Kai Domula, Möglichkeit. Potto holt sich da die Scheibe. Immer noch Felix Berger vor dem Tor, aber Leibfried deckt da die Scheibe ab. Spiel ist unterbrochen. Die letzten 5 Sekunden im zweiten Drittel, die Dortmunder führen mit 4:3 gegen die Kölner EC. Die Haie, da ist die Schlusssirene des zweiten Drittels, 4:3. Ich gehe jetzt in die Pause und gebe ab an meinen Kollegen Uwe Kiska, der im Interview den Mannschaftsarzt der Eisadler Dortmund für Sie im VIP-Raum parat hat. 4:3, was für ein Spiel im zweiten Drittel. Und die Jungs sind hoffentlich auch weiter fit, denn ich habe jetzt den Mannschaftsarzt hier, Jörg Gust. Herzlich willkommen bei uns am Mikrofon. Hallo Jörg. Jörg, Eishockey ist ja eine Sportart für richtige Männer. Du siehst sehr entspannt jetzt aus hier im zweiten Drittel. Ich sag mal, im Moment geht es deiner Truppe gut. Ja, zum Glück. Nicht nur meiner Truppe, auch der gegnerischen Mannschaft. Also ich bin nicht nur für unsere Jungs zuständig. Natürlich auch, wenn dann mal bei der Gastmannschaft was passieren sollte, gucke ich natürlich auch. Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich mal nicht aufs Eis muss und wenn in der Kabine nicht gerade irgendwie laut nach mir gerufen wird. Also im Moment relativ hartes Spiel, aber zum Glück so weit fair, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Ist okay. Du kennst dich auch ein bisschen im Eishockey aus. Sag mal, wie hart ist denn eigentlich Eishockey? Und sind das wirklich harte Burschen, die Jungs? Also Eishockey ist aus sportmedizinischer Sicht schon wirklich ein sehr, sehr harter Sport. Zum einen ganz klar durch die
körperliche Betonung, die einfach beim Eishockey herrscht, die Geschwindigkeit, der relativ enge Raum. Es ist sehr viel erlaubt. Die Jungs sind zwar gut geschützt mit den Polsteranzügen, aber es geht doch eine ganze Menge durch. Und der zweite Aspekt ist einfach natürlich die Herz-Kreislauf-Belastung, die beim Eishockey herrscht. Die schnellen Wechsel, das hat schon seinen Grund. Wenn man dann letztendlich die Nettospielzeit hier von 60 Minuten betrachtet, die vielen Sprints, das ist schon hart. Also da kann sich so die manchen Fußballer mal eine Scheibe von abschneiden. Die brauchen bei weitem nicht so schnell, um so viel zu wechseln. Ja. Also man muss wirklich sagen, die Kondition spielt gerade auch beim Eishockey eine ganz große Rolle? Ja. Und die körperliche Fitness sowohl vom Herz-Kreislauf-System als auch natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, der Muskelaufbau. Wer hier wie eine Lusche auf dem Eis steht, der wird auch relativ schnell an der Bande weggecheckt und dann war es das im Prinzip. Ja. Was sind denn so die meisten Verletzungen, die so die Eishockey-Cracks mitbekommen? Denn die Scheibe ist ja auch ziemlich hart. Also ich sag mal, ich habe mal einmal kurz auf dem Eis gestanden beim Tor. Ich muss da sagen, nach 5 Minuten war ich eigentlich schon fertig. Ja. Kann ich gut nachvollziehen, habe ich mal im Rahmen der Sportmedizin auch gemacht. Ich habe dann auch gedacht, stellt sich mal ins Tor und war ein hartes Spiel für mich. Wir haben relativ viele Kopfverletzungen im Eishockey, Mund, Kiefer, Gesichtsverletzungen, teilweise durch einen Puck, teilweise durch einen Schläger. Aus sportmedizinischer Sicht, wir würden uns gerne wünschen, wenn eigentlich mit Vollvisier gespielt wird. Das lässt sich aber nicht durchsetzen, also weder der Verband und viele Spieler mögen es auch einfach nicht. Die stört das Gitter vorm Gesicht. Gut, kann man drüber nachdenken, aber wir haben viele, wie gesagt, Zahnverletzungen, Mundkiefer, Gesichtsverletzungen, Platzwunden im Gesicht und natürlich ein bisschen die Gelenke, vor allem Knie, Schultern. Das sind so die beiden Hauptprobleme, die wir da so finden dann, ja. Jetzt kommen wir nochmal ganz auf das Spiel zu sprechen. Wie siehst du das Spiel? 4:3 für die Dortmunder jetzt, wie wird das denn ausgehen? Also ich denk mal, so von außen, jetzt unsere Jungs haben das Spiel gedreht im zweiten Drittel, hatten so eine Schwächephase mal über 10, 15 Minuten, aber haben sich jetzt, glaube ich, gut wieder zusammengerissen. Und wenn man jetzt auch das Spiel mal ein bisschen so von außen medizinisch betrachtet, ich habe den Eindruck, die Kölner sind ein bisschen platt. Die haben ganz ordentlich ausgeteilt und auch das Austeilen ist eine relativ körperliche Belastung. Das geht nicht so ganz ohne spurlos an der Mannschaft vorbei. Es gibt also in den Drittelpausen relativ wenig. Jeder hat da so seine Eigenheiten auch von den Spielern. Die sind einfach lange genug dabei, die wissen, was sie brauchen. Der eine braucht mehr Wasser, der andere braucht ein bisschen was Salziges, ein bisschen was Süßes. Aber da würde ich mich jetzt, wenn mich keiner direkt anspricht, auch nicht einmischen. Also jeder von den Jungs hat da so seinen Stil, seinen Rhythmus, der weiß, was er braucht. Ich gucke meistens immer nur einmal mit dem Kopf rein, ob irgendwas Ernsthaftes ist, ob einer gerade wirklich einen Cut oder was hat, wo man vielleicht noch was gucken muss. Ansonsten halte ich mich da eigentlich erstmal während des Spiels so weit raus. Also freuen wir uns jetzt auf ein letztes dritte Drittel und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt aus Dortmunder Sicht natürlich weitere Tore sehen und hoffe natürlich, dass die Eisadler mit einem Sieg das Eis nachher verlassen. Rüber geht es wieder zu unserem Kommentator Klaus Siebel. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da sind wir zum letzten Drittel zwischen den Eisadlern Dortmund und dem Kölner EC. Die Haie Dortmund führt mit 4:3. Durch 2 schnelle Tore gerade im zweiten Drittel konnten sie den Rückstand aufholen. Jetzt erstmal Felix Berger, wird da aber gebremst. Die Scheibe wird rausgespielt. Treuer holt sich da die Scheibe, spielt da auf Sondermann. Sondermann quer rüber auf Domula. Immer noch die Kölner. Schön vors Tor gelegt. Glück gehabt bis jetzt. Nochmal die Kölner, aber schön aufgepasst. Von Marius Dräger. Der Kapitän der Kölner, Lars Möltgen, konnte da die Scheibe nicht an Dräger vorbeispielen. Er hatte den Winkel verkürzt. Es bleibt beim 4:3. Dortmund jetzt wieder im Drittel der Kölner. Zweikampf da. Dortmund kann sich behaupten. Potthoff mit die Scheibe mit der Rückhand, aber Fehlpass. Jetzt wieder Köln. Blumenhofen. Zweikampf an der Bande. Da bleibt ein Spieler verletzt liegen. Ein Eisadlerspieler liegt auf dem Eis. Spiel ist jetzt unterbrochen. Bulli ist ausgeführt, die Kölner können das Bulli gewinnen. Scheibe landet an der blauen Linie. Schuss, schön verdeckt, aber Dräger auf seinem Posten. Kölner bleiben in Scheibenbesitz. Hinterm Tor mit der Nummer 24 Möltgen. Jetzt Potthoff, versucht er die Scheibe rauszubringen. Über Berger, der kriegt die Scheibe hinaus. Jetzt Benjamin Preuer. In der Mitte kommt die Nummer 22 Nils Sondermann. Versucht sich damit durchzusetzen, prallt da mit dem Rücken vor das Tor des Kölner Goalies. Bleibt da liegen und wieder müssen Sanitäter und Mannschaftsarzt aufs Eis bemüht werden. Nils Sondermann liegt da immer noch. Er ist voll mit dem Rücken gegen die Torstange geprallt. Jetzt versucht Kevin Thom mit der Rückhand die Scheibe schön vor die Tor zu legen. Geht aber bis rüber zu Nikolas Bitter. Der schießt. Abgewehrt von Leitzwin und Tor!
Zuschauer Tommy Kuntor-Blankson greift die Gelegenheit beim Schopf und netzt die Scheibe ein im Tor von Raphael Leibfried und es steht 5:3 für die Eisadler Dortmund gegen die Kölner EC, die Haie. Zwei Minuten und 35 Sekunden sind noch zu spielen. Die Kölner jetzt mit 6 Feldspielern. Der Torhüter ist raus. Somit versuchen jetzt die Kölner das Ergebnis auf 5:4 zu verkürzen. Immer noch die Kölner an der Scheibe. Schuss aufs Tor von Dräger, aber aufgepasst. Domula, da kriegt der Kapitän der Kölner, Lars Mölken, die Scheibe an den Kopf. Aber nichts passiert. Echt Fuß und Helm. Da schießt Kai Domula Benny Preuer an. Mölken und Heu, jetzt hier eine kleine Auseinandersetzung zwischen Kai Domula und dem Kapitän Lars Mölken. Eine Aktion von Mölken war vorausgegangen. Er hatte Kai Domula ziemlich hart hier vorne an der Bande gecheckt. Jetzt gehen beide auf die Strafbank. Das sollte der Spieler tunlichst unterlassen. Denn eine solche Aktion kann durchaus eine 10-minütige Strafe zur Folge haben. Aber jetzt geht erstmal beide Spieler für 2 Minuten in die Kühlbox. Kai Domula auf Seiten der Eisadler und Lars Mölken auf Seiten der Kölner. Beide wegen unnötiger Härte in die Kühlbox. So, der Kölner Torwart ist wieder im Tor. Spiel läuft weiter. Köln kann das Bulli gewinnen. Es steht immer noch 5:3. Noch 1:55 sind in dieser Partie zu spielen. Jetzt der Torhüter wieder raus. Köln jetzt wieder mit 5 Feldspielern gegen 4, weil ja einer auf der Strafbank sitzt. Immer noch die Kölner Möglichkeit. Schön gemacht. Kevin Tau hat jetzt die Möglichkeit. Ganz alleine zum Empty-Net-Goal trägt er die Scheibe fast ins Tor zum 6:3. Sie sehen es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch 1:32 sind zu spielen. Der Spielstand 6:3 für die Eisadler Dortmund. Nach diesem schönen Empty-Net-Goal von Kevin Tau. Der Kölner Trainer hatte den Torhüter hinausgezogen und Kevin Tau hatte gerade keine Probleme, das Ergebnis zu korrigieren. Auf 6:3, dann das Tor leer war. Die Kölner geben trotzdem nicht auf. Immer noch an der Scheibe, immer noch mit der Nummer 55 mit Yannick Dox. Der schießt aufs Tor, aber am Tor von Dräger vorbei. Die Sekunden rinnen dahin, noch 57 Sekunden in diesem Spiel. Jetzt die Scheibe freigewunken, die Nummer 54. Ricardo Frohn muss da zurück, holt sich da die Scheibe. Jetzt wieder Ricardo Frohn, schießt aufs Tor, aber am Tor von Dräger vorbei. Dominik Oster hat da den Puck. Er sollte nicht zu langsam machen. Jetzt ist Dortmund wieder zu viert. Da ist die Schlusssirene. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Spiel ist aus. Die Eisadler gewinnen das Spiel gegen den Kölner EC, die Haie, mit 6:3. Ein schönes Spiel heute Abend hier im Eisstadion an der Strobelallee. Schnelle Passagen, nicht aufgebende Kölner Spieler waren hier zu sehen. Und ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Eishockeysport hier vom Eisstadion an der Strobelallee. Die Eisadler gegen ihren nächsten Gegner. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank, lieber Klaus Siebel und liebe Zuschauer. Ich bin mal gespannt, was beide Trainer jetzt zur Begegnung zu sagen haben. Klaus Picker, der Pressechef, hat sie nun am Mikrofon.
Ja, guten Abend nach dem Spiel der Eisadler Dortmund gegen den Kölner EC. Ich begrüße die beiden Trainer. Ich begrüße Bernd Arnold vom KEC. Ich begrüße Christian Sikorski von den Eisadlern. Herr Arnold, wenn ich Sie nach 36 Minuten nach Ihren Eindrücken zum Spiel befragt hätte, dann wären die sicherlich sehr positiv ausgefallen. Da stand es 3-0 für Ihre Mannschaft. Am Ende ein 3-1 für Ihre Mannschaft. Am Ende 6-3 für die Eisadler. Wie fällt jetzt nach 60 Minuten Ihr Fazit aus? Das Fazit hat sich auch nicht geändert nach der 36. Minute. Wir haben nach meinem Dafürhalten sehr gut gespielt. Taktisch haben wir uns gut verhalten. Wir hatten das Scheibenglück, auch mal ein Tor zu schießen, wo vielleicht nicht eine hundertprozentige Chance sich eigentlich entwickelte. Und wir treffen ja hier nicht auf irgendeinen so Trödelclub, ne? Treffen auf den Spitzenreiter der Regionalliga mit erfahrenen Spielern. Und letztendlich muss man halt dann attestieren, der Unterschied, der dann ab der 36. Minute, eigentlich waren das 5 Minuten, ja. Aber der Unterschied ist halt die Erfahrung. Und wenn man überlegt, dass ich mit 2 Ausnahmen eigentlich 19, 20, 21-jährige Spieler habe, die noch nie, gibt auch eine Ausnahme, ja, aber die noch nie irgendwo Oberliga gespielt haben, eigentlich noch nie Seniorenhockey gespielt haben, die kommen aus der DNL oder wo auch immer. Und dann merkt man halt zum Beispiel, dann kommt das Anschlusstor, dann kommen die Zuschauer, die sind gewohnt, 20 Eltern, ja, 10 alte Leute, dann kommt ein bisschen Alarm von der Tribüne. Das ist dann für die was Ungewohntes und das müssen die erstmal lernen. Deswegen bin ich nicht unzufrieden. Ja, ich bin zwar nicht hier hingefahren, um mich verhauen zu lassen, aber mir war eigentlich klar, dass wir hier eine Außenseiterrolle haben und wir haben uns lange gut verkauft und ich bin stolz auf die Mannschaft. Danke. Christian, hast du nach dem 3-1 noch geglaubt, das Spiel zu drehen oder hattest du auch mal irgendwann Bedenken? Ja gut, wenn ich nicht glauben, dann werde ich kein Trainer sein. Aber gut, wir haben uns sehr schwer getan. Ich würde sagen so, und die ersten, sage ich, 16 Minuten haben wir vielleicht zu locker gespielt, nicht konsequent gearbeitet nach hinten. Der Gegner hat da sehr gut gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also zu vergleichen mit dem ersten Spiel, heutige Spieler haben sehr kompakter gespielt, sehr aggressiv gespielt. Da haben uns ein bisschen Leben schwer gemacht, aber ist nicht so trotzdem gut. Gegen uns wird jeder Mannschaft versuchen, das Spiel kaputt zu machen und das Leben schwer zu machen. Und dass irgendwann kommt das, die Zeit, wo verlieren wir auch Spiel. Aber ist das kein Beinbruch. Aber trotzdem sage ich, wir haben von 3-1 Rückstand wieder nach vorne gegangen. Deswegen sage ich, okay, Hut ab, die Jungs haben wieder Morale gezeigt. Danke, Christian. Herr Arnold, Ihre Mannschaft hat in dieser Saison sehr unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Am letzten Wochenende ein Sieg in Lauterbach, davor eine Niederlage gegen Wiel. Wie schätzen Sie Ihr Team in der Liga ein und mit welchen Zielen sind Sie überhaupt in die Saison gegangen? Also jedes Spiel ist ja anders. Ja, und natürlich wundert man sich, dass man gegen Wiel verliert, aber ich glaube, wir hatten 70 Schüsse und den besten Torwart der Liga in Wiel, ist so. Und auch dann halt nicht die Konsequenz. Und die haben, glaube ich, 6 Schüsse und machen dann die Tore. Wissen Sie, wir verfolgen ganz andere Ziele. Also ich für mich habe den Job übernommen, weil ich die Hoffnung habe, und da stehe ich gerade in Verhandlungen mit der GmbH, dass die GmbH sich entscheidet, dieses Kooperationssystem, was mit Duisburg läuft seit Jahren, ins eigene Haus zu verlagern. Ja, dafür braucht man eine Oberligamannschaft, das ist klar, Regionalliga geht das nicht, aber wir sind also dabei zu planen und auch zu rechnen. Und ich habe denen also ein Konzept vorgelegt, sportlich wie auch wirtschaftlich, wo ich gesagt habe, ihr habt die besten Bedingungen, haben wir in Köln, wir können von den Profis profitieren, so wie Duisburg es ja auch tut. Wir haben im eigenen Stall 20 DNL-Spieler, die zumindest in der höchsten deutschen Nachwuchsliga spielen. Die können ja auch spielen. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann könnten wir in der eigenen Halle dieses Kooperationsteam haben. Und das ist eigentlich das Ziel, worauf ich hinarbeite. Weil wenn man mir jetzt sagen würde, du, wir spielen jetzt noch 10 Jahre Regionalliga, dann höre ich auf, weil das ist für mich kein Ansporn. Und nochmal, wir haben ganz junge Spieler und wenn man dann sieht, dass sie sich jetzt auch entwickeln, ja, die waren zum Beispiel von dem Spiel in Dienstlaken von so Leuten, die zwar, Entschuldigung, kaum eislaufen können mehr, weil sie so alt sind, aber die Erfahrungen haben, die genau richtig stehen, da waren die vollkommen überrascht. Wenn sie das lernen, wenn sie dann da noch weiterentwickeln,
Das sind alles gute Jungs und da kommen mir immer neue nach, also aus dem eigenen Nachwuchs. Und ich denke mir, Ziel jetzt ist, unter die ersten vier zu kommen, um dann in diesem Oberliga-Aufstiegs- oder Abstiegssystem mitzuspielen. Und der Rest wird sich zeigen. Danke. Und Christian, 9 Siege in Folge. Am nächsten Wochenende geht es erst am Freitag nach Lauterbach und Sonntag kommt dann der TuS Wiel. Was sind deine Erwartungen fürs nächste Wochenende? Ja gut, so wie der Arnold sagt, also jeder Spiel ist andere und ich denke, im Lauterbach wird nicht so leicht das Spiel sein. Obwohl wir fahren da einfach die 3 Punkte zu sammeln, aber gut, da ist Sport und kann man die vorher sagen, ja, obwohl wir sind die Spitzenreiter, müssen wir das Spiel gewinnen. Wir versuchen unsere Beste zu machen und dann werden wir einfach sehen nach 60 Minuten, was es kommt raus. Danke Christian, danke Bernd Arnold. Ihnen gute Heimfahrt an den Dom. Wir sehen uns ja noch 2 in dieser Saison. Viel Glück für die Pläne, die Sie gerade geschildert haben, was die Perspektive in Köln angeht. Und Christian, ein schönes Wochenende. Das wünsche ich allen anderen auch. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder hier zu Hause gegen den TuS Wiel. Ja, soweit die Aussagen der Trainer und auch die Aussage des Pressesprechers Klaus Picker, liebe Zuschauer. Mehr Infos wie immer gibt es bei uns im Internet unter www.sportlive-tv.de. Mehr Eishockey wie immer hier bei uns auf dem Kanal können Sie am nächsten Montagabend oder Dienstag genau sehen, denn das nächste Heimspiel der Eisadler ist am 24. also am Sonntag um 19 Uhr hier im Eisstadion. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch einmal vorbei. Erleben Sie Eishockey live. Das war's. Im Namen der Sportleitmannschaft wünsche ich Ihnen nun alles Gute und wir würden uns freuen, wenn Sie demnächst wieder einschalten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.